Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mit Timmy und mir. Und wir machen mal einen Blog zu dritt. Wir alle drei? Ja, also wir alle drei, Sandra noch. Hallo Sandra. Du hast halt leider kein Mikrofon, weil wir haben nur zwei. Ich sitze in der Mitte, einfach, dass ich dabei bin. Musst du halt laut reden, damit sie bei uns im Mikrofon auch. Genau. Also. Von Tim an Tim und Martin. Hallo Herr Kamera, also nur an dich. Ich habe seit etwa 3 Monaten eine Innenhalterung, die neben einem Fenster steht. Dennoch ist zu beobachten, dass die Farben etwas verblassen, insbesondere das Orange beim Kuchaku und Rot beim Kohaku. Ich habe daheim noch diese lila scheinenden Pflanzleuchten, die für die Aufzucht von Pflanzen genommen werden. Kann ich solche Lampen auch für Kois verwenden? Was für Pflanzen gut ist, kann ja sicherlich auch bei Kois nicht schaden. Mit freundlichen Grüßen, Tim. So, Tim, ich habe vielleicht jetzt nicht so aufmerksam zugehört. Das lag daran, weil ich die Frage vorher schon gelesen habe. Und ich glaube, wir haben mit unterschiedlichen Lichtfarben haben wir unterschiedlichen Einfluss auf verschiedene Koi-Farben, weil die Farben der Koi im Prinzip auch immer nur eine Reaktion auf die Lichtsituation sind. Stellen Sie ganz einfach vor, ohne Licht gibt es keine Farben. Farben sind immer das Ergebnis von einer Lichtbrechung, von einer Subtraktion, Addition, irgendwas. Ja? Machen Sie das Licht aus, dann sind die Farben weg. Das ist der Beweis. Die Farben kommen erst mit dem Licht, und wenn Sie im Schummerlicht sind, sehen Sie gewisse Farben auch schon nicht mehr. Und so müssen Sie sich jetzt die Koi-Farben vorstellen. Die reagieren auf eine Lichtsituation. Und darum kann ich dir heute sagen, wir haben hier auch verschiedene Lampen. Und wir haben auch schon viele unterschiedliche probiert. Und wir sind heute bei diesen, keine Ahnung, wie viel Kelvin die haben, bei diesen Aqualet, ach, die kommen gleich, die Jungs, und bringen unsere UV, Lampen vorbei. Unsere Lampen unten vom Keller. Nein, stimmt. Danke. Wir haben mit allem gute Erfahrungen gemacht, wir haben eigentlich nur mit einem schlechte Erfahrung gemacht, wenn die Lichtintensität nicht gegeben ist. Also viel wichtiger als die Lichtfarbe, jetzt wie bei deinen Pflanzen, ist, wie stark ist das Licht. Also ob du jetzt eine Pflanzenlampe nimmst, eine Meerwasser-Aquaristik-Lampe oder ein Kunde damals, der, wie hieß er? Fällt mir der Name nicht ein. Kommt wieder. Der hat von Obi, war es glaube ich, oder Hombach, die Daylight irgendwas. Silvana. Hä? Silvana heißt die. Silvana, hast du die auch? Ich hatte sie zeitweise. So, die Silvana aus dem Hombach für 3,50 Euro. Also die kostet glaube ich wirklich die nicht viel. Die kostet wirklich so wenig. Die kostet ganz wenig. Der hat Topfarben gehabt, aber der hat 3 so Lampen drüber gehabt. Also es kommt auf die Lichtintensität an. Und wenn man wirklich mal misst, ich habe schon mal gesagt, diese Lumen- oder Luxmesser, da geht man da drunter und dann freut man sich, dass es 1000 oder 2000 anzeigt, dann geht man mit dem Ding raus auf 100.000. Also wir werden es nie im Innenraum schaffen, eine annähernde Lichtsituation wie draußen darzustellen. Und von daher guck, dass du Lichtstärke bekommst und nicht so sehr auf die Lichtfarbe achtest, weil du mit jeder Lichtfarbe dich an ein anderes Farbspektrum der Koi richtest und guck dann einfach auch, dass es nicht zu teuer ist, weil ich glaube, die Pflanzenlampen, die sind wahrscheinlich auch nicht die billigsten. Zumindest, wenn ich mir einen Marihuana-Preis anschaue. Weißt du, was das Zeug kostet? Ob Nein. Du weißt, was das kostet? Nein, ich befasse mich damit nicht, wirklich nicht. Ich auch nicht. Mir ist es jetzt gerade nur so eingefallen, Pflanzenlampen, weil die bauen doch immer Indoor an. Und ich glaube, die sind relativ ähnlich aufgestellt wie wir. Die brauchen Aktivkohle, um den Gestank wegzumachen. Manche arbeiten scheinbar auch mit Ozon. Dann haben sie, oder mit UV. Dann brauchen sie eine Belichtung, die brauchen eine Bewässerung. Ja, muss ja auch irgendwie gegeben sein. Alles in allem, sie brauchen sehr viel Strom. Das ist so werden sie häufig enttarnt, also habe ich mal gehört. Und ich hatte mal einen Kunden in Holland, das kann ich heute erzählen. Und der war plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Und da war wirklich Fakt, der hatte ein Glashaus in Holland gemietet für ganz normal Pflanzenanbau, Tomaten, irgendwas. Und er hat es aber eine Zweitnutzung, der hat dann Marihuana angebaut. Und das kam raus, weil er Strom geklaut hat. Ja, also da kam irgendwann mal der Energieversorger und hat gemerkt, dass da irgendwas mit der Stromabnahme nicht stimmt. Und der hat Strom geklaut. Und wo die es kontrolliert haben, haben die gleichzeitig gesehen, dass er Marihuana anbaut. Ist auch 20 Jahre her, mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß. Der hat aber richtig eine verblasen bekommen.
Und im Spiegel habe ich mal einen Artikel gelesen, es war auch sehr lustig, einer der größten Anbauer in Hamburg oben, und dann haben die den interviewt und dann kamen halt so die üblichen Plattitüden, bla bla bla, Bierbrauer werden mit Preisen ausgezeichnet und die Marihuana-Anbauer gehen in den Knast, wo ist der Unterschied, bla bla bla. Dann hat ihn der Reporter irgendwann mal gefragt, ja und wie ist das eigentlich als Anbauer, was erzählt man seiner Familie? Du hast ja unglaublich Geld gehabt. Und dann sagt er, ja, er hat erzählt, er sei von einem großen Gartenfachmarkt, sei er, also Baumarkt, sei er der oberste Marketingmanager. Und ja, Achtung, das hat er beim Geburtstag seiner Frau oder Freundin verkündet. Und dann sagt er, und dann kam sein teuerster Satz, 20% auf alles. Und dann ist er abends, musste er noch beim Baumarkt vorbei und das ganze Zeug zum normalen Preis einkaufen, was die bestellt haben. Da sagt, Fertigteiche, alles dabei gewesen, und hat es dann abends zu Hause bei der Familie 20% billiger abgeliefert. Lügen haben kurze Beine. Lüge haben kurze Beine. So, also, jetzt hoffe ich, dass du nicht auch schon Pflanzenlampen daheim hast. Nein, das war jetzt eine böse Unterstellung. Ich habe daheim noch diese lila Scheiben im Pflanzleuchten. Oh Gott. Wir werden deine Mail löschen, wir werden den Zettel verbrennen. Wenn hier gefragt wird, wer das war, sagen wir, wir wissen von nichts. Die Frage hat Timmy sich hier, das war auch vom Weißen Blatt runtergelesen. Weil steht ja eh Tim drunter. Also, perfekt. Machen Sie es gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.